Valence Durtewand wurde 1930 in Lakewood, Ohio geboren. Sie ist vor allem in Künstlerkreisen bekannt und lebt seit Anfang der 90er Jahre in Paris. Als aufsässige Künstlerin sorgt sie gern für Aufruhr. Seit 1965 reproduziert sie die Werke zeitgenössischer Künstler wie Warhol und Jasper Jones. Mit ihrer Schlagfertigkeit und ihrem etwas punkigen Aussehen provoziert Durtewand schon immer, um uns zum Denken anzuregen. So may I ought to take them off. Oh yeah, that's a little better. This guy. Just for that, or? I don't know. Just make me look beautiful. How's that? I'm delighted to say Elaine Sturtevant joins us now. Thank you for joining us. Welcome to France 24. Thank you. Thank you. Now, you are an artist really like no other. I read one critic say you copy artwork, but you're not a copyist. You are a renegade female artist, but you're not a feminist. That's right. What do you see yourself as? I see myself as a very strong woman. And, with a lot of... A lot of force, a lot of power, and a total enchantment and love of living, of being. Yes, that's how I see myself. Lots of the work that you replicated, it was done by quite unknown artists who later went on to become sort of superstars, didn't they? How did you have such a good vision? Was it just a coincidence or...? Oh, it's never a coincidence. No, it never happens as a coincidence. I think it was about having distance. All right, so what we're doing here is Deleuze à la Z. Okay, also was wir hier machen, nennt sich Deleuze von A bis Z. Wir haben allerdings das Format geändert. Deleuze selbst ist immer zu sehen, ich will aber nicht ins Bild. Ich will die Kritiker, Künstler und die Leute im Museum sehen. Deshalb setze ich mich so, dass nur ein Teil von mir drauf ist. Und dann sprechen sie. Man gibt zum Beispiel Bibi ein B. Damit soll er irgendetwas machen, eine Rede halten oder irgendetwas anderes mit B, wie Bad Boy. Bibi ist aber nicht hier. Ich bin echt sauer. Also tun wir einfach so, als wäre er hier und gehen die Abläufe durch. Okay? Just tell me. Sideways look. I can't explain it. You can't explain it. Look more at Bibi. But I don't usually have my face in the camera. Yes, I know. I'm trying to get your face out of there. You've got to get closer to Bibi. No, no. More close. Okay. Normalerweise müssen Sie bei mir nicht über etwas Bestimmtes reden. Sie sollen einfach nur reden. Ich gebe Ihnen nichts vor, wie Deleuze. Sie sollen einfach reden. B pour Bruce Haley, Paris, le 2 janvier 2010. So I'm supposed to start? Yep. Out of the blue. B is for blue. Well, then, B is for being. Have you seen the Deleuze alphabet? Yes. Okay, so he moves, he scratches his head. Das ist Gareth Evans. Er ist ein toller Schauspieler. Er ist in London und macht das A bis Z. So we start with corruption and convolution and there's no reason to sing, Sturtevant. You don't need a reason. If you I sing, don't need a reason. Gareth, if you love singing, that's a very big reason. Car uwch medd dafydd fy nôl i law i
Eigentlich ist das Projekt noch nicht ganz gelöst, weil wir ja noch immer daran arbeiten. Und es ist etwas, das man nicht einfach so macht. Aber irgendwie gefällt es mir, so kenne ich das noch nicht, so konzentriert filmen oder drehen. Aber es ist bestimmt interessant, wenn man hinterher sieht, was dabei herauskommt. Wenn man alle auf einmal sieht, dann weiß man, wie und was geändert werden soll. Und danach ist es noch mal anders. Das Interessante hier ist, dass man einen Rhythmus braucht, einen anderen roten Faden als die Regieklappe. Der Schnitt dauert immer sehr lange und ist sehr teuer, weil wir dafür einen Schneideraum mieten. Ich finde es interessant, was Menschen denken. Jemand fragte mich mal, es ging um die Show im Museum, wie lange haben Sie an der Museumsshow gearbeitet? Und ich sagte, na ja, etwa 2 Jahre. 2 Jahre? Was haben Sie denn 2 Jahre lang gemacht? Man kann sich die Komplexität des Filmens, von Kunst oder dem Installieren einer Show überhaupt nicht vorstellen. Das stimmt. Intelligo id, cuius essentia involvit existentiam. All diese Installationen sind sehr von dem vorhandenen Raum abhängig. Die Show zum Beispiel, die ich im Museum für moderne Kunst in Frankfurt zeigte, hätte ich woanders nicht machen können. Eine Ausstellungsfläche von 40 Quadratmetern bietet eine gewisse Dynamik. Man muss dann eine passende Installation gestalten, die diesen Raum möglichst dramatisch und dynamisch nutzt. Das war das Studio in New York. Genau da habe ich sie getroffen. Das war 1985/86 in Soho. Für mich war das eine neue Welt, ein Universum für sich. Ich war sehr verwirrt, nachdem ich sie das erste Mal getroffen hatte. Ich war total überrascht und geschockt und verwirrt. Aber ich hatte großen Respekt für diese Künstlerin, die eine solch starke Präsenz hat. Ich denke, ihre Präsenz weckte meine Neugier. Ich wollte wissen, was dahinter steckte. Sie sah einen auf fast charismatische Art an und sie erwartete, dass man verstand, was man sah, auch ohne Erklärung. Auf der anderen Seite redete sie über ihre Arbeit. Sie lehnte jegliche Erklärung ab, aber dadurch, dass sie redete, erklärte sie es trotzdem. Oh, hier, das meinen Sie. Hier arbeitet sie an der Stella-Serie. Die schwarzen Stellas. Für sie war diese Präzision fast meditativ.
Es gibt bei Störtewand wirklich diese beinahe visionäre Dimension. Da sie ja in den 60er Jahren sowohl Warhol und Stella als auch Jasper Jones repliziert, die damals noch überhaupt nicht die sind, als die man sie heute kennt. Auf jeden Fall hatten sie nicht denselben Bekanntheitsgrad. In den 70ern dann auch Boys, als der in den USA noch völlig unbekannt war. Sie hat so eine Art ästhetische Intuition. Sie benutzt auch nie den Ausdruck Kopie. Er ist für sie zu kurz gegriffen, viel zu statisch, auf der Suche nach Übereinstimmung, wie eine Unterwerfung unter ein Modell. Sie zieht tatsächlich die Idee der Wiederholung vor. Mit einer kritischen Distanz zum Objekt, einer gewissen Klarsicht, erreicht sie eine Reaktivierung. Ich finde, Duchamp und Warhol sind Künstler, die beide enorm wichtig sind, um Hélène Störtewands Arbeit zu verstehen. In beiden Fällen geht es nicht wirklich um Aneignung, Appropriation, es geht vielmehr um Wiederholungen, durch das Infragestellen der Wahrheit und der Bedeutung von Dingen. Sie machte Warhols Blumen in den 60ern, von 64 bis 67, genau zur gleichen Zeit, als Warhol selbst die Blumen kreierte. Er gab ihr sogar noch die Seidenleinwand, die er selbst auch benutzte. Ich denke, Warhol respektierte ihre Arbeit, weil sie seiner sehr nahe kam. Er verstand es und er mochte sie, weil sie sich das traute. Wenn sie ein Werk wiederholt, konzentriert sie die Aufmerksamkeit auf die Essenz und nicht auf das Eigentum. Das heißt auf die Beziehung zwischen materiellem Besitz und Kunst. Und das ist etwas, was ich so außergewöhnlich subversiv an ihr finde. Es ist, wie alle Subversionen, außergewöhnlich befreiend. Das bewirkt, dass man diese ehrfürchtige Haltung, die Bedeutung der Kunstgeschichte, etwas leichter nehmen kann. Vielleicht sogar die Gewichtigkeit der Museen, des Kunstmarktes und des Werkes, das man besitzen will. Dass man sich von all dem losreißt. Das ist ziemlich unerhört. Das hat noch nie jemand gemacht. Und dabei gleichzeitig einen solchen Respekt vor dem Geist des Werkes gehabt. Sie hat auch Respekt vor der Materie des Werkes. Und gleichzeitig ist sie völlig respektlos. Eine Art völliger Verfremdung gegenüber dem Eigentum. Und diesen Standpunkt empfinde ich als sehr politisch. Early work was concerned with the silent power of art, reaching to the depths, the understructure of art. The ruling power is no longer repetition, but rather image over image, the surface itself. With sound as language and language as object, with sound as thought, and thought as light and movement, it is then that articulation pushes against visibilities. This is to make thought visible. Why are you sighing over there? I'm not. You're not sighing? No. You're just moaning? I'm surprised that that little passage takes so long, Elaine. Oh, what? This little number three takes so long. Okay, go. CME, okay, this cutting truth has rapidly brought art to be embedded in fashion, mishmashed together with our wonderful obsession, the lowest common denominator, entertainment, our big time high. What?
What? What do you got? 18-4. 18-4? Yeah, that's not good. No. Boom. Amazing, isn't it? Yeah, that's just... Time, a long, long time ago, simulacra was stealth and stalking. But simulacra is no longer exterior, no longer needs to conceal, but has moved abruptly to the interior, to grab and possess the gaps and empty spaces, and now with thunderous steps blatantly displays its presentation of falsity as truth. Sex and death, sex and death, sex and death. Money, 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 money. Do, 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 do. What a wonderful world. Real live money, real live money, real live money. Stupidity is to be stupid, a seeking to be stupid, the dangerous determination to be stupid, scaring the hell out of intellect. Or it can also contain a reversal, an intellectual mask that conceals stupidity. How are you? Very good, and you? Nice to see you. How and you? Good? How are you? This is good. What is the best advice you could give to a young artist today? Just, oh my God, I have no idea. Work, work, think, discipline. Yeah. No, it's very tough today. Yeah. So why don't you start reading Foucault and Deleuze, and that'll give you a good ground. We'll do that. Yeah. We read already Foucault. Because I mean, it might be a little hard at the beginning, but it gives you an idea of what, you know. Yeah. Okay. Where have you studied? Oh, I never really studied that. Never been to school? No. Sie ging in den 90er Jahren nach Paris, weil sie in den USA nicht wirklich verstanden wurde. Nicht unbedingt von den Künstlern, eher von den Institutionen und der Kunstwelt. Sie war für die Kunstwelt sehr fremd und wurde nicht unterstützt. Zur gleichen Zeit zeigte Paul Menz ihre Arbeiten in Deutschland. Und es gab einige wenige Sammler, aber alles Europäer, die sich ihre Werke genauer anschauten. Ich denke, deshalb fühlte sie sich in Europa mehr willkommen und sie entschloss sich dann 1992 nach Paris zu ziehen und es ihr Zuhause zu nennen. Aber es war nicht einfach. Sie hatte jahrelang keinen Erfolg. Und commercially, it was for years it was no success. Die größte Veränderung in ihrer Laufbahn brachte 2003 Udo Kittelmann, ein früher Bewunderer ihrer Arbeit. Er schlug ihr vor, eine Ausstellung im Museum für moderne Kunst in Frankfurt zu machen. Da das Museum keine großen Ausstellungsflächen hat, musste er es vollständig ausräumen lassen und widmete es komplett ihrer Arbeit, was sehr mutig war, dafür, dass sie noch fast niemand kannte. Thank you.
Ce n'est pas une œuvre plaisante. Elle a été longtemps incompris. Was sie tut, ist nicht gefällig. Sie wurde lange missverstanden. Man hat sie lange als jemanden sehr Seltsamen betrachtet. Dann galt sie als erstaunlich, aber ohne dass man so recht verstand, worum es sich bei ihr eigentlich handelte. Ich glaube, dass man erst heute anfängt, ihr Werk zu verstehen. Und ich bin sicher, es gibt auch noch viel zu entdecken für uns. Es ist ein Werk, dessen Inhalt uns übersteigt. Es übersteigt auch die politische Lektüre, die ein grundlegender Teil von ihm ist, weil es auch eine poetische Dimension gibt. Es gibt einerseits die politische Dimension im Verhältnis zur Wiederholung, zur Macht. Aber die Werke antworten sich auf dieselbe Art und Weise wie in einem Gedicht, die Bilder, der Rhythmus. Die Farben und Formen. Hier in der Ausstellung findet man genau dasselbe. Man sieht den Duchamp-Zyklus und seine Wiederholung mit dem Hund, der hinter uns herläuft. Und das kann man nicht nur als politisch bezeichnen. Es ist ein noch tieferes Heraufbeschwören eines Rhythmus, der in uns ist und den man Poesie nennt. Non potest in ipsa natura humana continerit. Quando quidem vera hominis definitio numerum fi scenarium non involvit. C'est une des œuvres qui s'est le plus opposée à l'âge de la communication. Es ist eines der Werke, das sich am vehementesten gegen das Kommunikationszeitalter richtet. Gegen diese konstante Verwirrung heutzutage, die man zwischen Kunst und Kommunikation sogar schon wieder als verinnerlicht und normal bezeichnen könnte. Elaines Arbeit ist eine Kraft, ein Akt des Widerstandes. Und in ihrer Arbeitsweise, ihrer Art zu denken, entwickelt sie eine eigene Sprache, die sich dem herkömmlichen Erklären, Lesen und Verständlichmachen von Kunstwerken entzieht. Ich war sehr erleichtert, als ich die Arbeit von Sturtevant entdeckte, denn sie weiß, dass Kunst keine kleine Privatsache ist. Es gibt keine persönliche, interpersonelle, autobiografische oder egal welche Dimension. All das hat in den letzten Jahren schrecklich überhand genommen. Als ich zum Beispiel John Waters sagte, John, du weißt, dass du J bist. Ich hatte ihm ein Beispiel von Deleuze geschickt, A für Animal, damit er sich ungefähr vorstellen konnte, worum es ging. Sagte er, nein, 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 ich will A für Animal. Okay, je dois aller comme ça, Non, c'est parfait. C'est parfait. Et Bibi aussi? Parfait. Okay, don't forget. Clap, clap. Oh, God. Clap. Bernard Blisten, vendredi 9 avril. Paris. Paris. What about F for Foucault? I remember something. I was very shocked when when he died, you know. All of us, we knew that he got AIDS. Mm. But I remembered that reading Libération, non, no, Foucault didn't die of AIDS. So it means that even Libération refused to consider such a major intellectual as possibly dying of AIDS. So to me, it was really shocking. It is shocking. On both sides. I mean, from the magazine and the other side from what it means, what in a way you could call the brutal truth. Yes. Well, let's say that in France, for many, many reasons, we refuse often to consider that art can be whatever, you know, something which can be linked with a political statement. Mm. Oh. We go through the whole alphabet. Yeah, okay. Let's say that. What do you wish you knew to make it? Everything, almost. What should change? Hate, violence, a hot desire for death. What should stay the same? Definitely not the same. What could you imagine doing if you didn't do what you do? Raising a lot more hell. Okay.